Okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Little Nightmares. Ich habe jetzt mal ein bisschen meine Facecam angepasst. Ich fand, ja komm, machst du es ein bisschen düster, sodass es zur Atmosphäre passt? Mir gefällt das. Bin mir sicher, dass dann steche ich nicht mehr so heraus als leuchtender Gnom in der Ecke. Das macht zum einiges besser, glaube ich. Perfekt. Okay, dann, wir sind hier stehen geblieben. Das letzte Mal haben wir diesen Typen mit den langen Armen getroffen. War keine schöne Begegnung, beziehungsweise war eigentlich gar keine Begegnung. Okay. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Mann, ich würde gern Hallo. Tutorial. Hallo. Wo gibst du uns Essen? Jo, dankeschön. Ach. Wir haben Hunger. Was war da oben rechts gerade? Habt ihr das gesehen? Spult mal kurz zurück. Oben rechts auf diesen Kisten war irgendwas. Ganz gut. Könnte es daran liegen, dass das Game früher... Vielen Dank im Übrigen, dass das Game früher Hunger heißen sollte. Guck mal, da könnt ihr was aufhängen. Bisschen Wasser. Okay. So, ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Aber ich weiß auf jeden Fall, wie wir weiterkommen. Wir müssen wahrscheinlich da oben irgendwas ausschalten. Ich wollte gerade einen Wandsprung. Ich habe es gemerkt, dass das nicht geht. Ist okay. Judge me later. Hier links. Oh, und dann... Okay. Wir leben noch, auch wenn das gerade ein... Ey, das ist so... Das ist so psychischer Horror, finde ich. Also halt, diese Angst runterzufallen. Was ist eigentlich hier? Ich sehe gar nichts. Ah, wir können da hoch, okay. Ich würde gerade sagen, links geht's nicht weiter. Müssen wir nach oben? Ja, müssen wir. Meine Mütze ist extrem rot. Ich weiß, es tut mir leid. Ich würde sagen, von hier ist das machbar, der Sprung. Perfekt. Ist eine Leiter oder wir gehen die Gitter hoch? Ich würde sagen, die Leiter sieht komfortabler aus. Wie schon gesagt, wir gehen die Gitter hoch. Führen weiter, bin ich mir sicher. Wenn euch Little Nightmares genauso gefällt wie mir, bis jetzt zumindest, dann zeigt das doch... Okay. Zeig das doch gerne mit einer positiven Bewertung unter dem Video. Ich komm hier nicht hoch. Doch. Ich hab keine Ahnung, was das macht. Ohohohoho. Ich komm doch nie wieder hin. Ich verstehe das Gimmick. Und das fährt jetzt uns nach rechts. Das macht Sinn. Glaube ich. Weiß ich nicht. Hoffe ich. Kommen wir hier hoch? Hier auch nicht. Hier ist aber im Raum sonst nichts, womit wir uns hocharbeiten könnten. Wir vielleicht so... Hier? Oder ist vielleicht was drin? Okay. Ist in einem anderen? Ah, hier ist was drin. Nee. Wir müssen so eine Treppe nach oben bauen. Ja klar, macht ja Sinn.
Oh, schlaues Spiel. Mega schlaues Spiel. Hinten geht's links weiter, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier durch. Bitte frag mich nicht warum, aber ich habe das Gefühl, hier ist besser. Ihr habt die Maus im Bild. Oh, unprofessionell. Kann ich Feuer machen? Oh, da ist so ein Gnom drin. Darf ich dich? Er rennt weg. Versuche mich fest. Scheint nicht funktioniert zu haben, aber ich habe immerhin versucht, mich festzuhalten. Ja, ich hab's versucht. Nein, was? Okay. Wir sind woanders. Wir sind ganz sicher woanders. Nee. Tode werden in dem Spiel ziemlich hart bestraft, würde ich sagen. Ah, wir kommen jetzt hier weiter. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier. Hier hat es auch gespeichert, das seht ihr immer an diesem Auge. Ich glaube, dass das Speichern bedeutet. Das Auge hat eine komische Farbe vorne dran. Das ist wahrscheinlich, weil... Okay. Was passiert mit uns? Darf ich fragen? Oder ist das einfach jetzt so halt passiert? Aber immerhin, wir spawnen hier, dass das schon mal... Würde sagen, angeben. Diese Regenbogenfarben da liegt wahrscheinlich an der am falschen Shader, der geladen ist oder so. Lauf! Ah, okay. Hallo? Ich glaube, wir hätten darüber springen müssen. Es hat aber gespeichert. Bitte nicht wieder da. Ach, come on! Also speichern ist so... Das ist so eine Sache in dem Game, würde ich mal stark vermuten. Dass das vielleicht noch ab und zu zum Verhängnis werden könnte. Dass die Speicherstände sehr, sehr weit auseinander liegen. Aber nun gut, das hier sollte jetzt ja eigentlich auch kein Problem für uns werden. Wieso bin ich hingefallen? Kompletter Betrug, ich bin einfach hingefallen. Oh, wir müssen hier hoch. Perfekt. Warum das jetzt eher wegfährt, wenn wir kommen? Ich weiß es nicht. Wackelt so extrem. Pearl, das ist so hin und her geschaukelt. Sodass dieses Ding immer fahren konnte. Ich sehe gar nichts. Ah, da sind Wichtel. Ja, okay. Was? Errungenschaft freigeschaltet. Das Gefängnis. Okay. Schön, dass ich Steam Achievements bekomme, indem ich einfach nur dieses Spiel straightforward spiele. Aber nun gut. Ich hoffe, dass das Let's Play endet, bevor Kirby das verlorene Land rauskommt. Weil das werde ich natürlich auch Let's Playen. Ich hier lang. Die Kamera kommt nicht. Ah, da sind die Gnome. Ich. Ich weiß halt nie, wo ich lang muss. Da ging es jetzt auch noch nach oben weiter. Sehr seltsam.
würde sagen, wir gehen erstmal nach oben gucken, ob es da wirklich weitergeht. Weil ich weiß, ich habe keine Ahnung. Vielleicht geht es auch oben weiter, dann ist rechts nur Bonus. Und wie ihr mich kennt, ich brauche keinen Bonus. Kann ich hier was machen? Bringen hier, weiß nicht, ob sich das lohnt. Türen können wir nicht öffnen, aber irgendwer war so freundlich, extra für uns Wege einzubauen. Und dachte sich ein Entwickler so, ha, das Spiel muss ja auch weitergehen. Den Koffer aufmachen? Nee. Ah, aber den Koffer brauche ich hier. Diese Tür, unauffällig, würde ich sagen. Wenn sie nicht so auffällig wäre. Müssen wir, es scheint, als müssten wir da hoch. Da kommt jetzt jemand durch die Tür. Mann? Okay. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe das erwartet. Da liegt ein Schlüssel. Sieht auch weird aus. Was sind das für Bilder? Kamera, bitte. Hier brauche ich einen Schlüssel für die Tür. Nein. Okay. Naja, stimmt, man kann ja nicht springen. Aber schön, dass ich es direkt hochgeworfen habe. So, hier auch wieder einfach mit A. Also halt wie, als würde man springen öffnen. Tür. Ein Affe. Ah, hier hoch. Hä? Ach, hier. Ich kann nicht den Affen da drauf werfen. Ja, wir werfen ja. Das macht Sinn. Ich will den mitnehmen. Du bist nicht gruselig. Hier hat einer. Sammlungen. Ja, da. Hier auf der Seite. Geht's gar nicht. Hä, sind wir jetzt hier nicht. Ah, nee. An der Lampe vielleicht hochklettern? Den Affen auf den Knopf werfen. Wer weiß. Nee, du triffst jetzt meinen Knopf hier. Nee. Oder stehe ich einfach nur falsch? Dreidimensional kann man hier ja auch falsch stehen. Okay. Springen sieht sehr schön aus. Komplett verbuggt. Aber gut, ich will mich darüber nicht beschweren. Das Spiel ist ein Indie-Game. Das darf nicht gut sein. So. So sag ich das jetzt einfach mal. So frei wie ich. Okay, das wackelt sehr. Eine Maus. Hallo. Haben wir schon wieder Hunger? Oh, das heißt, es gibt jetzt gleich wieder so ein Essen. Ich weiß nicht, ob wir da durch können. Ja, ist ja gut jetzt. Schaut mal bitte, ob wir wieder hier irgendwo einen Jungen rumstehen sehen. Liegt es am Licht? Weil immer wenn wir am... Kommt dieser helle Strahl, wir haben wieder extrem Hunger.
Da liegt ein Stück Fleisch drin. Lieber esse ich das, wie halt, weiß ich nicht, dass ich verhungere. Bitte was? Aber, wisst ihr was? Das ist bisher die beste Stelle, um ein Video zu beenden. Wenn ihr wissen wollt, wie es jetzt weitergeht, was der Typ mit den langen Armen mit uns vorhat, dann schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, Leute.